Liebe Herzensmenschen, geliebte Menschenfamilie, voller Achtsamkeit und Freude darf ich euch heute einladen, mit mir zusammen durch diese Toröffnung der Meisterenergie hindurchzugehen. Und so haben sich bereits versammelt die Engel aus den höheren Dimensionen der Liebe. Und die Dimensionen beginnen sich zu öffnen, von der vierten bis zur elften Dimension strömt Energie zu uns. Und allein beim Aussprechen dieser Worte fühlst du bereits, wie dich die Energie anhebt und ausdehnt. Deine Seele, sie ist bereit zu empfangen. Und so führe ich dich in ein goldenes Haus hinein. Es ist eine Art Tempel. Diesen Tempel sollst du durchschreiten. Du sollst ihn langsam gehen, in Ehrfurcht, im Vertrauen und in Liebe. Denn hinter dem Tempel gibt es ein Tor, ein goldenes Tor, vor welchem du erwartet wirst. Und so schreiten wir jetzt durch den Tempel hindurch. Du siehst die goldenen Säulen, sie glänzen im Licht der Liebe. Und es sind immer zwei Säulen, welche zusammenstehen. Und so gehst du an den Säulenpaaren vorbei. Du bist tief verbunden mit der Achtsamkeit der Liebe und du bist dir bewusst, welch große Meistertor-Energie dich erwartet. Am Ende des Tempels wirst du von zwei Engeln empfangen. Sie nehmen dich bei den Händen und führen dich zu diesem Tor. Du musst noch ein paar Stufen nach oben gehen. Es sind 22 Stufen. Und du gehst sie in deiner eigenen Geschwindigkeit. Aber gehe nicht zu schnell, sondern sei achtsam, denn jede Stufe trägt eine liebevolle Energie für dich. Jede Stufe trägt das Licht deiner Seele, wenn du sie betrittst. Und vielleicht siehst du jetzt, wie die Stufen zu leuchten beginnen. Und bald bist du oben angekommen. Du stehst einen Schritt vor der großen Toröffnung und schaust nach oben, denn dieses Tor ist so groß. Und es glänzt golden. Genieße
jetzt diesen Moment. Denn sobald du bereit bist und dein inneres Ja gibst, wird sich dieses Tor ganz speziell jetzt für dich öffnen. Und es geschieht mit einem Atemzug. Und dieser Atemzug, der trägt dich hindurch durch dieses Tor hinauf bis in die 11. Dimension. Die zwei Engel sind bei dir. Sie schützen dich und deine Seele. Und nun hörst du die Gesänge der Engel der 11. Dimension. Du hörst sie singen. Und falls du eine Träne verlierst, freue dich. Denn dann hat dich ein Engel gestreichelt. Und so lass dich von diesen Engeln lieben und führen. Sie singen deinen Namen und sie singen, wir lieben dich, du wunderschöner Lichtmensch. Fühle dich herzlich willkommen. Und du fühlst, dass du schwebst. Du fühlst, dass die Energie so anders ist, als wie du sie kennst. Und du siehst vielleicht sogar die Engel, wie sie um dich herum stehen. Und dann zeigen sie dir einen Stuhl, auf welchen du dich setzen kannst. Denn nun werden sie, wenn du es möchtest, deinen Lichtkörper an die hohen Dimensionen anpassen. Sie werden deine DNA reparieren und anpassen. Sie werden deine spirituellen Kanäle öffnen und einweihen. All dies geschieht in der tiefsten Liebe, wie sie nur die Engel dir zeigen können und fühlen lassen. Und so erlaube dir, dass dies geschehen darf. Erlaube dir, dich fallen zu lassen. Und die Energie, die Meisterenergie, wird jetzt übertragen. Liebevoll und sanft werden Strukturen in deinem Energiekörper neu angepasst und gereinigt und ausgedehnt. Und nun kommen die zwei Engel zu dir und sie sagen zu dir, dass du jetzt ein Gebet sprechen darfst. Ein Gebet, was dir am Herzen liegt, was du gerne geben und schenken möchtest. Und so sprich nun deine eigenen inneren Worte aus. Die Engel tragen jeden Ton hinauf zur göttlichen Liebe zu deinem Schöpfer. Und sei dir gewiss, deine Worte werden gehört.
gebe dir ein wenig Zeit, deine inneren Worte zu sprechen. Und dann nimm deinen Zettel und schreibe als erstes deinen Wunsch für die gesamte Menschheit und für die Erde auf diesen einen Zettel, so wie es in 2 Jahren sein soll. Und dann schreibe da auf einen anderen Zettel deinen persönlichen Wunsch, so wie dein Leben in 2 Jahren sein soll. Bewahre diese 2 Zettel besonders gut auf, denn sie tragen die hohe Energie der Meisterzahlen aus der 11. Dimension. Und wenn du nun um dich blickst, siehst du ein helles Licht. Du siehst überhaupt so viel Licht. Und du weißt und spürst in deinem Herzen, dass die Einweihung vollzogen wurde, dass die Engel für dich gewirkt haben. Und du fühlst auch so eine große Leichtigkeit und Freude in dir. Freude auf die neue Erde, welche nun ebenfalls durch die Meisterenergie genährt wird. Und dann bedanke dich bitte jetzt bei den Engeln der 11. Dimension. Sie lächeln dich an und nicken mit dem Kopf. Sie überreichen dir ein Geschenk, was du mit nach Hause nehmen darfst. Und dann tragen dich deine beiden Engel über Zeit und Raum zurück in deine Wirklichkeit, in deine Räume. Und du darfst dich auch bei ihnen verabschieden und bedanken. Und langsam zieht sich die Energie der Engel zurück, aber du trägst dein Geschenk in deinen Händen und hast dies energetisch bei dir. Und nun komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da.